Steve, kann ich dich holen? Ja, yeah. Warte, ich... Ach. Wie er in Zeitlupe vorbeifliegt. Das war aber gut. Das ist cool. Du machst einen Trip in die Wildnis. Ein riesiger, wütender Elefant hat dich entdeckt und er stampft auf dich zu. Was tust du? Du rennst einen Steilhang hinunter, der zu einem Fluss führt. Du kletterst auf einen großen Baum direkt neben dir. Du rennst auf andere Tiere zu, in der Hoffnung, er verliert dich. Ich würde safe keinen Baum hochkommen. Lippe auch schlecht. Ich glaube, ich würde zu den anderen... man muss stehen bleiben und sich ganz groß machen. Machen. Dann haben die Respekt. Kannst auch schnell auf den Boden pinkeln, um dein Revier zu markieren. Aber ansonsten würde ich sagen, ich würde, wenn ich nur diese drei Auswahlmöglichkeiten habe, nee, würde ich zu den anderen Tieren laufen, weil da würde ich untergehen. Hä? Ihr wisst doch alle, dass ich studiert habe und hier in ich habe Kunst studiert und Ernährungswissenschaft mit Hauptthema. Schminke. Irgendwie sowas. Unkraut jäten, Auto waschen und so weiter. Niemals! Die Angela, habt ihr gesehen, wie die aussieht? Die würde niemals Hausarbeit machen. Lars antwortet, er sei krank und habe den ganzen Tag mit heißem Tee im Bett verbracht. Der sieht echt krank aus. Aber ich glaube dir nicht, dass der Tee getrunken hat. Der hat sich einen Big Mac reingeschaut. Polizisten erkennen sofort, wer von ihnen lügt. Angela lügt! Entschuldige. Angela! Leute, ihr wisst, mein neues YouTube-Video ist da, ja? Und wir wollen das nächste YouTube-Video nicht wieder voll machen, nur mit Erschreckclips hier, ja? Dominik hat letztens erst die ganze Kick-Ass-Bedürfnis durch. Der rechte Fuß. Als ich zu ihm kam, hat die mit dem Teil gelabert. Habe ich Freundschaft gekriegt. Weil ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe. Habe ich jetzt anders geguckt? Okay. Und hat das jemand gemacht? Oh, der Mann. Manu. Weil ich mich immer reviven muss. Ja. Habt ihr gesehen, Chat? Habt ihr gesehen? Frau Wale, hätte ich jetzt mein Malz, also das ist mein letzter Vita-Malz, hätte ich die jetzt fallen lassen, dann hätten wir Streit gehabt, mein Freund. Dann hätten wir Streit gehabt. Fufu. Ja, weißt du Bescheid, ne? Weißt du Bescheid? Ausrufezeichen OF. Ich will den Clip einfach haben und immer wieder anschauen können. Werde ich auf jeden Fall... Wali, wo war deine Vorankündigung, dass du jetzt zuballerst? Weiß nicht, ob du das jetzt streichen willst. Na, eigentlich musst du alles nur auf die andere Seite ziehen. Das ist nicht viel, wie alleine du willst. Schon. Alleine schon. Was soll ich denn dabei machen? Dir zugucken, Händchen halten oder was? Hä? Das... Wie soll ich denn... Ich tue immer unter dem Bett da putzen. Ich laber nicht. Ich tue immer unter dem Bett putzen und Staubsaugen. Ich schieb das immer durchs ganze Zimmer, du Affenotto, du Dreckiger. Hat sie gleich einen Termin beim Zahnarzt? Willkommen bei RTL. Mein RTL. Wie geht die Melodie? Mein RTL. Du hast doch aber richtige Muchtig. Warum ziehst du jetzt ein Tom Taylor T-Shirt für zu streichen an? Ja, Tom Taylor ist Much, aber du hast Muchigere da drin. Zieh doch so ein komisches Axel-Shirt an. Das ziehst du nie wieder an, weil du fett geworden bist. Ich sitze nicht im Glashaus. Hm.
Moin, Anna. Wie der typische Unterhaltung durchs ganze Haus. Kein Bier mehr für King. Hat gar nichts mit Bier zu tun. Nee. Nee. Warum hol deinen komischen Zimmer? Wofür brauchst du denn jetzt einen Hammer beim Streichen? Ich mach die Boden und die Fußbodenleisten nach. Soll ich die mit anmalen oder was? Die will ich nicht abmalen, die kriegst du nie wieder dran. Das sind so Einwegbodenleisten. Ist doch nicht mein Problem. Wir haben doch Kreppern. Du mach doch mit Kreppern einfach abkleben. Wie lange soll ich denn da abkleben? Eine 2 Meter Wand. Ja, und die Ecke, wo der Fernseher steht? Du bist auch kein MacGyver. Hör mit dem Puh hier. Da krieg ich schon wieder Gänsehaut. Da habe ich auch damals Dominik gerufen. Da musste der auch mit mir alles absuchen gehen. Hallo, bin wieder da. Hi, Kalle. Oh, krass. Ja, aber ich bild mir das ja auch. Ich bin ja nicht, also ich jetzt mal ehrlich. Ja, ich bin ein bisschen, ne, Tülü und so, aber ich bin ja auch nicht auf dem Kopf gefallen. Und wieder abends gesoffen. Und ich hab schon ewig nicht mehr gesoffen. Es hat nichts mit Alkohol zu tun. Das Abkleben ist auch nicht gerade schön. Hä, hast du mich lachen hören? Ja. Seit wann kannst du so gut hören? Ich dachte, du hörst nichts. Sonst, weißt du, sitzt er nämlich bei sich am PC mit dem Headset alles auf Riesenlaut und sagt dir, natürlich nichts. Kommst du unten ins Wohnzimmer, Fernseher auf, keine Ahnung, 64er Lautstärke. Ich höre auf 8.